Hier ist wieder euer Knochenboss-RP und willkommen zu einem neuen Part von Super Mario Maker und es ist was Schreckliches passiert. Die Small Mario Challenge wurde vom Server entfernt, was ich einfach zu schwer war. Ich glaube, alle schweren Level wurden entfernt, die nicht zu schaffen waren. Gut, dann muss ich halt ein neues hochladen. Es tut mir leid, aber es ist halt leider so. Gut, dann werde ich halt, glaube ich, kein schweres Level mehr bauen. Hochladen. Ich muss was machen. Ich glaube, ich lade jetzt mal eins. Hoch. Live. Sind wir denn hier im Angebot? Wir haben dieses Level im Angebot. Das ist aber schwer. Das ist auch schwer. Das ist auch schwer. Das ist auch schwer. Das ist auch schwer. Trampolin und Geisterhaus. Es ist aber nicht schwer. Ach, wir spielen es mal. Spielen es mal Geisterhaus der Gefahren. Das Level ist wirklich nicht schwer, also wirklich. Das ist nur ein Geisterhaus. Man hat hier drei Röhren zur Verfügung. Und ja, man geht halt in diese Tür hier hinein. Passt halt auf. Dass man vom Boohoo-Kreis nicht erwischt wird. Dann sucht man sich halt eine Röhre aus. Ich glaube, das war die dritte, aber ich glaube, ich nehme mal die zweite Röhre und sterbe sofort. Das ist peinlich. Egal. Ist ja nicht so schlimm. Dann machen wir das aber nochmal. Ich glaube, das ist die dritte Röhre war. Kommen wir raus. Warten hier eine Sekunde. Benutzen die dritte Röhre, so. Wie kommen wir hier hin? Dann. Oh, hier ist ein Boohoo drin, das ist natürlich. Klar. Man sollte aber bis hier auch kommen. So, hat man hier einen Koopa, den nimmt man dann halt und macht die Röhre frei. Kriegt man hier einen Pilz. Ich glaube, ich sollte bei der einen Stelle auch einen Pilz hinsetzen. Wieso nicht? Was ist denn damit gemeint? Achso, der Pfeil soll sagen, dass hier ein P-Switch ist. Ein P-Schalter. Und dann soll man den hier aktivieren. Und dann halt ist hier das Ziel. Also das Level ist nicht schwer. Na, wartet mal, ich glaube, ich mach das. Oder? Ich lade es jetzt einfach hoch. Ich tue bei der Einstellung mal einen Pilz hin, das ist. Nee, oder? Nee, das lassen wir so. Machen wir das hoch.
So, dann wird das aber jetzt hochgeladen. Und ich hoffe, es wird jetzt von Nintendo nicht wieder entfernt. Das ist alles wirklich nicht schwer. Ansonsten mache ich da einfach eine Halbzeit hin und dann vielleicht noch ein Pilz oder so. So, hier ist die ID. Wer das aber spielen will, der kann sie ja jetzt eingeben. Also, Video stoppen und eingeben. So, dann werden wir jetzt noch das Level von Kyurem 66 spielen. Er hat mir nämlich ein Level eingeschickt. Dann gehen wir auf Level suchen und auf die Lupe und dann suchen wir mal Kyurems Level. Okay, der Level konnte nicht gefunden werden. Warum denn? Ich versuch's mal nochmal. Wenn es nicht funktioniert, dann ja. Also ich sag's jetzt 7 F7D 0000 015D. Vielleicht hat er. Nee, das da steht 15D B3AE. Tut mir leid, lieber Kyurem66. Level konnte leider nicht gefunden werden. Schaue, es kann auch sein, dass dein Level gelöscht wurde wegen der zu hohen Schwierigkeit. Also guck nochmal nach, ob dein Level nicht mehr da ist und du kannst es halt nochmal bei mir einschicken. Dann musst du es halt etwas leichter machen, damit es zu schaffen ist, weil. Es werden ja jetzt alle schweren Level entfernt. Und ja. Versuch's halt nochmal und dann spiele ich dein Level. Aber ansonsten machen wir mit den Event-Leveln weiter. Wir waren ja letztes Mal bei Yoshi ist großartig. Und jetzt habe ich ja endlich herausgefunden, wie dieses Level geht. Ich habe offscreen nochmal ausprobiert. Und nun weiß ich, wie man dieses Level schaffen kann. Ach ne, warte, wir müssen ja Yoshi rennen lassen. Und nun schnell hinterher. So, auf Yoshi warten. Damit er nicht verschwindet. Schnell hoch. Ach so, man muss ja noch weiterlaufen. Und warten. Ah, mein Kopfhörer. Schnell nehmen. Boah, das war. Aber. In der letzten Sekunde noch. Ich musste kurz meinen Kopfhörer wieder. Richtig machen. Egal, hier wissen wir ja, was wir machen müssen. Wir müssen mit Yoshi die Feuerbälle fressen und sie zurückschmeißen. Schon ziemlich cool, was der Yoshi alles kann. Ist ja ein Alleskönner hier. Ein Dino, der Feuer schlucken kann. Wow, das will ich auch können. So, ich glaube, ich krieg mal einen neuen Yoshi. Ja, warum auch nicht? Sonst würde man hier nicht weiterkommen. So. Dann kommt man hier runter und da muss man von Yoshi abspringen und das habe ich zu spät bemerkt, weil ich nicht wusste, dass man von diesem, dass da so ein Abgrund ist. Na gut, dann halt nochmal. Na komm.
Nein, komm her, Yoshi. Okay, man muss die Richtung halten. Also, man muss Yoshi halt nach rechts drehen, damit er nach rechts läuft. Ansonsten läuft er nach links, in die falsche Richtung. Was soll er ja nicht? Muss Yoshi hin? Ich dachte schon, er ist weg. Und P-Schalter aktivieren und Yoshi wieder an sich nehmen. Über die Mancha, auf die Mancha rauf. Und in die Röhre. Nun folgt wieder die Piranha-Passage. Die wir eigentlich, glaube ich, gar nicht machen müssen. Aber ja, doch, wir müssen die sogar machen, weil ansonsten, wenn wir oben ein paar Probleme haben, und uns werden ja, viele Feuerbälle hier rumfliegen und das wollen wir nicht. Na, komm weiter. So, und jetzt aufpassen. So, haben wir geschafft. So, jetzt geht's halt weiter, ne? Gut, dann hier auf den Stachy. So, hier ist ein P-Schalter, den aktivieren wir gleich und den Pilz behalten wir. Aktivieren den P-Schalter. Laufen weiter, wir behalten den Pilz. So, was wir nun machen müssen, ist ganz schön cool gemacht. Nämlich, wir müssen jetzt den Pilz... Nein, ich bin... Na okay, das ist, glaube ich, jetzt... Doch, das ist schlimm. Das ist schlimm. Das ist sogar richtig schlimm. Okay, nicht richtig schlimm, sondern... Yoshi! Hör auf. Sitz. Jetzt muss ich mich treffen lassen. Na, komm. So, komm mit, Yoshi. Na, komm. Auch da. Und nochmal. So, nochmal den Pilz mitnehmen. Komm her, Pilz. Laufen, 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 laufen. Wenn wir mal sprinten können. Gut, dann... So, dann gehen wir hier lang mit dem Pilz. Der Pilz muss hier durch. Und wir müssen mitkommen. Und wir können jetzt auch mit Hilfe halt des Wirbelsprungs, die Super Mario World gespielt haben, die müssen das, die wissen das, dass man durch den Wirbelsprung diese Blöcke da kaputt machen kann. Und ja. Ja, eigentlich sollten, brauchen wir den Kugelweg, um wieder da hochzukommen. Na los, schieß nochmal. So. Ich glaube, das ist so ein Yoshi darstellen. Mit einer Zunge. Mit ausgestreckter Zunge. Und jetzt kommt halt was ganz Fieses. Nämlich. Ja. Also, den Sprung kann man auch verdaddeln, aber das. Sollte man schon hinkriegen. Yay, wir haben das selber geschafft. Der Fernseher ist an. Ich hoffe, das hört man nicht. Und wir kriegen die Tatsimo Amiibo. Nee. Doch, Famitsu, entschuldigen. Jumpman hat einen Rekord aufgestellt bei dem Level. Okay. Als nächstes spielen wir das Level von... Ach nee, den haben wir ja schon. Von Triforce Heroes. Ich glaube mal, Super Mario Kron haben wir noch nicht. Aller guten Dinge sind drei. Wenn in The Legend of Zelda Triforce Heroes drei Helden, Kampfkraft und Hirnschmalz vereinen. Kann kein Feind und kein Rätsel sie aufhalten. Das kannst du nun auch als Mario-Level erleben. Bilde mit drei Links einen Totem und schlage dich bis zum Ziel durch. Ja, ich hab...
Legend of the Tribal Heroes noch nicht gespielt. Naja, mag ich es auch nicht so sehr. Ich meine. Ja, ich hab. Ich habe ja, ich habe zwar The Legend of Zelda Link Between Worlds gespielt, aber nicht bis zum Ende, weil. Ja, weil ich irgendwie keine Lust mehr auf dieses Spiel hatte und. Ja, deswegen denke ich, dass es bei Triforce Heroes das gleiche ist. Wenn ich es halt länger spiele, dass ich dann irgendwann keine Lust mehr auf dieses Spiel habe. Auch wenn es ein Zelda ist, aber irgendwie mag ich diese Art von Zelda nicht so. Keine Ahnung warum. Vor allem ist es. Es gibt ja einen Einzelspieler- und Mehrspieler-Modus. Ich habe auch gehört, dass der Einzelspieler-Modus sehr lahm sein soll. Und da ich ja keinen habe, ach, war mir alle leid, der dieses Spiel mit mir spielen könnte, sag ich Problem. Aber ich habe es gut gelöst. Das sind mein Triforce. Das sind immer Brüder. Und ich bin blöd. Ah. Ei. Manu. Das Level ist doch gar nicht so schwer. Dann fehlt er. Er sagt, es ist schwer und fehlt dann. Ja, gut. Wie soll man das verstehen? So, Zeugnis. Ich renne jetzt einfach durch. So. Problem gelöst. Nee, Problem nicht gelöst. Wow. Das ist fies. Okay. Ja. Ja. Übertreibt. Übertreibt. Ja, das Ende ist ja schön mit Zelda. Aber muss das wirklich sein? Muss das wirklich sein? Übrigens, ich habe die Zimmerer Challenge noch nicht also offscreen gespielt. Fertig gespielt. Also wir haben ja, im vorletzten Part war es, glaube ich, hier die 10 Mario Challenge gemacht und irgendwie wurde dieses eine Event-Level nicht gespeichert. Wie soll man das schaffen? Oh, jetzt kommt die Stelle schon wieder. Ich hasse diese Stelle. Also deswegen kaufe ich mir dieses Spiel nicht. Es sollte nicht negativ klingen. Ich lass es lieber. Oh, ich hasse dieses Level. Ich beende es gleich einfach und gib. Ja, dann spielt dieses Level nie wieder. Ich hab's doch einmal geschafft. Ich hab's einmal aus Screen geschafft. Und jetzt schaffe ich es nicht im Let's Play. Das ist schwach. Kann mir egal sein. Geht doch weg, ihr blöden Koopas. Nervt. So. Geht doch alle weg. Geht alle weg. Ich will meine Ruhe haben. So. Was mit den Comics sollten wir auch schaffen. So. Jetzt geht ihr erstmal alle weg. Na toll. Ey, wieso? Jetzt stecke ich hier fest oder was? Ach so. Ja, ich weiß noch nicht, wie der grüne Link da durchkommen kann, aber na gut. Dann ist das halt so. Er hat sich durchgeglitscht. Also es sah halt ziemlich komisch aus. Ob wir schaffen die 10 Mario Challenge auch diesen Part nicht mehr. Das ist schade. Na gut, dann würde ich auch sagen, das war's für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten wieder. Bis dahin. Ciao.